The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen We Love Football und Allianz Versicherungen. Grüß miteinander, ganz herzlich willkommen zu The Soccer Lounge. Es ist schon die 32. Ausgabe, die wir am Montagabend zwischen 7 und 8 heute Abend an den Start werden bringen. Eine Stunde lang Soccertainment, pur Fußball und auch Unterhaltung und der Humor sollen nicht zu kurz kommen. Heute Abend reden wir auch über Trainer, die neu sind. Das muss natürlich Thema sein, weil vor der Nazi-Pause sind gerade mal 7 Runden gespielt worden in der Raiffeisen Super League. 3 Trainer haben ihren Job schon nicht mehr, 2 unfreiwillig, einer der Chef Semen ist freiwillig zurückgetreten. 3 Trainer nach 7 Runden, das dürfte Weltrekord sein. Das und andere Themen besprechen wir heute Abend mit folgenden Stammformationen. Unser Stammspieler vom FC Lugano, der Sandro Lombardi. Ehemaliger Schiedsrichter und Schiri-Chef Carlo Bertolini und der Sportala.de-Fußball-Experte, der Schorsch, die Legende Bregi, wird bei uns sein, genauso wie der Marco Wutschur. Den jungen Leuten muss man so ein bisschen Raketen weiterverwegen. Marco, schön bist du da. Du weißt, wie man uns recht in den sozialen Medien, die natürlich auch mehr vertreten sind. Genau, ich bin sozusagen der Social Media Man hier. Wenn ihr uns ein Like geben wollt, dann macht das auf Facebook unter der Soccer Lounge. Wenn ihr über oder mit uns switchen wollt, dann macht das mit dem Kürzel @sportal_tsl. Und wenn ihr unsere Sendung immer und immer und immer wieder anschauen wollt, dann macht das doch am besten auf sportalhd.com. Selbstverständlich. Nicht vergessen, wenn wir auch eine App, die ihr herunterladen könnt auf alle Smartphones oder Tablets. Gratis der 360-Player, wo ihr unsere Shows direkt drauf schauen könnt. Auch ebenfalls, wie es der Marco sieht, immer und immer wieder. Apropos immer und immer wieder, ich habe mir heute die Pressekonferenz angeschaut, vom BSC IB, wo der neue Trainer, was ist es jetzt, etwa ein Monat, oder, wo der Uli Forte ist entlassen worden? Ja, das hat etwa, ja. Der Adi Hütter. Ein Österreicher ist vorgestellt worden. Und Marco, schau doch mal, wie soll ich sagen, der Blick vom Sportchef, von Freddy Bickel. Ich kann mir vorstellen, wenn man einen neuen Trainer vorstellt, dann ist man doch euphorisch, ne? Ja, also ich sehe da null Euphorie, würde ich mal sagen. Irgendwie Sorgenfalten und ich weiß es nicht, was das soll sein von Freddy. Eigentlich schaut man, vielleicht ist er ja, ich weiss, er ist unterwegs mit dem neuen Trainer. Ah, Freddy, das ist jetzt nicht nett. Ich wollte anrufen und wollte fragen, warum der Gesichtsausdruck? Es sieht aus, als würde der Hütter entlassen. Vielleicht schaut er schon in Zukunft. 3-4 Wochen, man weiss es ja nicht, die Super League hat ja so gestartet. Also es kann gut sein. Probier's nochmal. Tatsächlich, der Fuchs weiss, dass ich etwas vorgehabt habe. Siehst du, er schaut in Zukunft. Der kann in Zukunft schauen, nicht nur mit dem Blick, sondern er hat gewusst. Ich wollte fragen, warum er so schaut. Was meinst du? Der Druck von der letzten Woche? Ich glaube, er hat es einfach satt, in den Medien rum zu sein. Und der Druck, der nimmt natürlich zu. Hast du gestern Abend Tatort gesehen? Nein, verpasst. Leider verpasst. Ein Luzerner Tatort, wie halt Schweizer Tatort sein. Es ist gestern um eine Serienkiller gegangen, der sich in Selbstjustiz übt, der hat Verbrecher umgenagelt, die von Gesetzes wegen nicht so fest Ding gemacht worden oder Ding festgemacht worden sind. Und da hat es eine Liste mit Verdächtigen gegeben, die ist. Die ist bei der Polizei grossartig an die Wand geschrieben worden. Ja, da fällt einer auf. He? Den kennen wir doch aus dem Fußball. Ist das ein Hommage von den Filmemacher Lucien Favre? Ich hoffe, das ist nicht die Trainerliste von Gladbach oder so, die da gestrichen wird. Kandidaten. Lucien Favre schreibst du nicht auf wie Peter Müller. Oder, er ist, glaube ich, ein bisschen Fan. Für die blutige Absicht, wahrscheinlich. Du hast schon noch etwas gefunden von Deutschland? Genau, und zwar in der Regionalliga. Zwischen der zweiten Mannschaft von 1860 München und Regensburg. Es ist etwas Komisches passiert. Also ich sage mal, man sieht das nicht allzu Tag. Also ich weiß nicht, ob das ein Doppelpass jetzt sein soll. Der Spieler ist der Michael Kuczynski. Ich würde sagen, als Stürmer super reingeschoben, aber als Verteidiger und der eigene Goalie. Ja, vor allem, wie kann er da die Gasse spielen? Der Goalie steht ja am Pfosten. Wenn wir da Wettbetrug reinbringen. Übrigens, wir müssen dort mal nachfragen. Das ist ja die Mannschaft von Nico Andermatt. Genau. 1860 München 2, der Andermatt Junior, der Stammspieler als neuer Spieler ist gekommen und Stammspieler ist. Und
scheinbar anklopft an die Tür von der ersten Mannschaft. Also, aber verlieren gegen Spitzenreiter dürfte man ja normalerweise, oder? Nicht so auffällig, nicht so. Aber nicht. Aber man weiss ja nicht, der Wettbetrug ist schon in den tieferen Ligen heutzutage. Oh, die Unterstellungen von Marco Vucciura. So, jetzt wird er sich nicht mit Unterstellungen profilieren, sondern mit harten Fakten. Fakten, die hieb- und stichfest sind. Das sind 60 Seconds. Heute am Nachmittag ist bei den Berner Young Boys der Adi Hütter als Trainer vorgestellt worden. Der Österreicher, der zuletzt Red Bull Salzburg trainiert hat, hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Claudio Pizarro kehrt zu Werder Bremen zurück. Nachdem der Vertrag bei Bayern ausgelaufen ist, hat der Bundesligist den Peruaner ablösefrei verpflichtet. Für den Pizarro ist es das dritte Engagement bei Werder. Der Dani Blind will von einem Rücktritt nichts wissen. Der Holland-Coach ist seit dem 1. Juli im Amt, hat aber bisher beide Spiele als Nationaltrainer verloren. Die Holländer können nicht mehr aus eigener Kraft an die EM. Einmal mehr machte Mario Balotelli negativ auf sich aufmerksam. Der Stürmer ist rund 40 km pro Stunde schnell gefahren. Jetzt kann der Italiener mit dem Tram zum Training, der Führerschein ist er nämlich los. Der Danny Welbeck fällt mehrere Monate aus. Der englische Nationalspieler muss sich am Knie operieren lassen und muss voraussichtlich bis im nächsten März zuschauen. Damit verpasst er auch die Endphase der EM-Quali. Wir sind zurück in der Soccer Lounge und wollen den Top-Gast der heutigen Woche begrüßen. Zuerst schauen wir uns ein paar Bilder an. Das ist er. Vom FC Lugano ganz herzlich willkommen, Sandro Lombardi. Sandro, schön, hallo. Bist du da. Danke, danke. Nimm Platz. Wie bist du hergekommen? Wie bist du gereist mit unserem Partner, mit Uber? Sehr gut, sehr gut. Alles tiptop geklappt. Bist du als Fußballer gewohnt, so ein bisschen hinten zu liegen und die Latte chauffieren? Nein, also ich habe das eigentlich nicht so gern. Sicher, fast gern selber. Dann wärst du ein Kandidat für Uber. Wenn ihr nämlich als Privatperson Leute möchtet von A nach B fahren, dann könnt ihr euch als Uber-Popfahrer registrieren und selber Chauffeur werden. Vielleicht werdet ihr mal vom Lombardi chauffiert, je nachdem, wenn das mit der Fußballkarriere sollte in den Bach abgehen, wäre das doch eine Möglichkeit. Sandro, wenn man googelt über dich, findet man außer Transfermeldungen praktisch nichts. Transfermeldungen? Oder Transfermeldungen und so, da kommen wir später drauf. Die Karriere, hast schon die eine oder andere Station hinter dir. Man findet nichts, wenn du jetzt an mir Stelle wärst. Was fragt man den Lombardi? Umso besser, oder? Ist es gut? Sicher. Ja, aber jetzt Fußballprofis, die stellen mir so vor, die wollen ihre Auto zeigen, die wollen ihre Freundin zeigen, die ja häufig der ähnliche Typ Spielerfrau ist, oder nicht? Ja. Warum haben Fußballer alle so der Typ ähnlich? Gut, Frau. Sind alle so? Viel. Ja, ich kann jetzt... Würdest du widersprechen? Nee. Ich kann jetzt für mich reden, also ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Nicht so. Aber es ist ja auch eine wunderschöne Frau, oder? Selten so eine Hemdsärmelige dabei. Ja, das ist schon so. Die Fußballer sind da halt bei den Frauen immer so. Schon ein bisschen verliebt. So. So, und schöne Frauen. Hat man es als Frau eigentlich einfach? Ich stelle mir vor, wenn du als Frau gut aussehst, ein Schüttler, der angeln will, ist die fiese. Dann gehst du einfach neu in den Ausgang. Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen gut durchs Leben kommen, wenn sie gut aussehen. Genau, du gehst Lugano, dort, die Spelunken, da sind sie die Tosettis und Lombardi. und so. Du bist im Thurgau aufgewachsen. Genau, ja, das Frauenfeld. Was kann man das Frauenfeld machen, außer Fußball spielen? Es gibt einen guten Beachvolleyballer, das Frauenfeld, der Heier. Ex-Nazi-Goli. Ex-Nazi-Goli. Relativ laute Ex-Nazi-Goli, ja. In England dazu. Was kann man noch machen, außer dort zu lesen? Hockey Thurgau? Hockey Thurgau? Ja. Ja, das Frauenfeld, was kann man sonst noch machen? Ich kann auch ein gutes Gläschen Wein trinken, mal gemütlich. So viel hat es jetzt nicht. Aber so sportmäßig ist Fußball am beliebtesten? Ja, ich würde schon sagen, man hat ein bisschen verloren, halt jetzt, als wir zwei, drei Mal abgestiegen sind, aber schon Fußball dort, ja. Und für dich ist nie etwas anderes in Frage gekommen? Hockey? Also...
Okay, ah, nicht. Ich kann ja nicht von mir aus sagen, er ist ein Knirps, oder? Wie groß bist du? Nein, eigentlich, ich bin 1,69. Also ich schummle immer auf 1,70, aber ja, jetzt bin ich mal ehrlich, 1,69. Zukünftige Clubs, wenn ihr noch umjubeln bei Vertragsverhandlungen. Es steht zwar 1,67 und das haben wir immer gefragt, wer das reingeschrieben hat, weil es stimmt nicht. Also, wir haben natürlich auch noch Teamkollegen von dir befragt, was sie so sagen über Sandro Lombardi. Wollen wir ihn ein bisschen besser lernen kennen. Er hat das Team abgeschickt nach Lugano nach dem Training und hey, privat ist er ein Flotte, er ist unser Weinkenner. Also wenn wir gehen zu Nacht essen, tut er immer den Wein aussuchen. Also privat haben wir zwei Phasen. Also wenn seine Freundin dabei ist, sind wir einfach nie. Okay, quando arriva la sua ragazza, praticamente sparisce dalla circolazione, non lo vediamo mai. Ja, wenn seine Freundin dann mal da im Tessin ist, dann sieht man ihn nicht so oft, weil dann kommt er ins Training und geht gerade wieder heim. Aber wenn nicht dabei ist, vielleicht hat er ein bisschen wenig, mehr Zeit für seine Teamkollegen. Die Haare dürfen nicht zu lang sein, die Frisur muss stimmen, das Bärtchen legt er sehr viel Wert drauf. Er macht immer seine Frisur, muss immer stimmen und er braucht nicht so viel Zeit, aber nach dem Training muss immer Frisur und Bart perfekt sein. Poi ha sempre questi capelli che secondo me non sono neanche così belli, ma lui li tiene sempre uguali. Und ich glaube nicht, dass er einmal ein Training gemacht hat, ohne dass er Schmerzen hatte. Immer Schmerzen? Wie kennt er, wenn die Freundin dabei ist, bist du geklebt oder was? Sehen die Teamkollegen nicht mehr? Ja, es ist. Oder ist es eben so eine Wüste, dass sie immer mit ihr muss verschwinden? Nein. Das ist nicht. Sie ist wirklich wunderhübsch. Das muss ich sagen. Nein, es ist es halt so. Ich sehe sie halt wenig. Weil sie nicht im Tessin wohnt. Genau, ja. Sie schafft halt noch das Frauenfeld. Und wenn sie dann schon mal zu Lugano ist, mache ich dann auch schnell, schnell mal duschen und gehe dann zu ihr. Nachdem du Frisur gemacht hast? Klar. Wobei, es gibt ja Bilder von dir, die können wir glaube ich, später werden die nicht gespielt. Es gibt ja Bilder von dir zu Winterzeiten, lange blondierte Haare. Meine Güte. Was? Ja, das ist. Sorry. Ja. Das sieht doch gut aus, oder? Nein, es geht doch uns allen so, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, hat man Frisuren, wo man sich einfach nur schämt, oder? Ja, ich weiss auch nicht, was mir dort durch den Kopf gegangen ist, dass ich mir die Haare blondiert habe. Also wahrscheinlich schauen wir 10 Jahre zurück und lachen darüber, wie wir heute ausgesehen haben, oder? Ja. Wir weiss es nicht. So, in Sachen Karriere hat der junge Herr die eine oder andere, Ortschaft schon lernen kennen, bei Provi Juventute oder so war er, gell? Ja, nicht ganz, aber Stefan angefangen hat die Fußballreise von Sandro bei GC. Dort war er nämlich bis 2004 in der zweiten Mannschaft gewesen. Dann ist der Wechsel zu Winterthur gekommen, wo er 5 Jahre verbracht hat. 2009 hat der Sandro dann ins Ausland gezogen, genauer gesagt auf Italien, zu Aurora Pro Patria. Wunderschöner Name. Dann 2 Jahre später ist dann die Rückkehr in die Schweiz erfolgt zum FC Wil, wo er den Fußball schon bis in die letzte Saison gebunden hat. Und seit dem Winter verdient er, also der Sandro, im Tessin seine Brötli beim FC Lugano. In Sonnenstube von der Schweiz. Warum der Wechsel dann zu Pro Patria auf Italien? Ja, das ist so ein bisschen. Ich war 4 Jahre schon bei Winter. Und so dachte, noch da bleiben oder wechseln mal. Die haben halt recht viel Druck gemacht dort. Ich dachte, ja, komm, ich wollte mal eine Auslandserfahrung machen. Ich habe mich ein bisschen gereist und habe es dann auch gemacht. 2 Jahre bestehen, wie muss man sich die Liga vorstellen? Spielerisch, körperlich, ist es so eine Knochenbrecher-Liga? Geht das ja, es ist sehr physisch, ja, sehr physisch betont gewesen. Der ist 69 prädestiniert, natürlich. Ja gut, du kannst auch mal ein bisschen zwischendurch durchschlängen. Aber ja, sehr physisch halt und ja, es ist ein Sprungbrett halt auch für die jungen Spieler halt von Italien halt, die nutzen das. Wollt aber der gleich nach 2 Jahren gleich nicht gesehen, dass es könnte weitergehen im Ausland in Italien? Also bist du zurückgekommen? Ja, ich bin zurückgekommen, weil das erste Jahr war eigentlich okay. Wir sind zwar abgestiegen, aber der Lohn ist immerhin noch gekommen. Was nicht selbstverständlich ist. Genau, und das zweite Jahr war das Jahr, das ist noch da im Blick gekommen, wo wir 10 Monate keinen Lohn mehr gesehen haben. Ich habe mich dann im ersten Spiel noch das Kreuzband gerissen. Und dann wollte ich einfach wieder, trotz 2-Jahres-Vertrag, wieder in die Schweiz kommen. Klar, wenn man einen wahnsinnig gut verdienten Profi ist, dann kann man mal
einen Lohn, den ich verkraften konnte. Aber wenn einfach über Monate der Stutz nicht kommt. Nein, das war schon so. Also die Situation ist. Das waren ja Löhne, die man sich vorstellen kann, wo du musst schauen, wo du bleibst. Oder? Genau, es ist nicht einfach. Also vielleicht kannst du mal ein, zwei, drei, die einen ein bisschen mehr mit dem Ersparten leben. Aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Und es hat Spieler, halt, die Familie haben und wo es nicht so einfach ist. Ja. Jetzt bei Weil und jetzt beim FC Lugano sagst du, das Auslandabenteuer, das habe ich gehabt, das kommt nicht mehr. Konzentrierst du dich momentan auf deinen Job zu Lugano oder sagst du, ich will noch mal gehen? Also ich wollte sicher... Lugano bist du ja schon fast... Bist du schon fast wieder in Italien. Nein, ich wollte jetzt eigentlich... Ich konzentriere mich jetzt auf Lugano. Also jetzt ist... mein Traum war immer die Super League. Ich musste lange warten. Jetzt. Und dann... selber aufsteigen mit Lugano war halt wunderschön. Und jetzt wollte ich es halt mal ein bisschen noch geniessen. Und aber trotzdem Gas geben und schauen, was sich noch ergibt. Wie fest kann man es geniessen als Aufsteiger, wenn du jedes Mal eigentlich... die muss wehren gegen die Übermächtigen, die auf dich zulaufen. Ja, ich denke, am Anfang hast du ein bisschen Mühe, so, also, um dich zu finden. Aber ja, mit der Zeit kommt halt das Vertrauen ein bisschen mehr. Man sieht, wir spielen da gut und also, denke, das kommt immer besser. Und plötzlich ist es nicht mehr Biel und wie sie auch heissen, plötzlich ist der grosse FC Basel und zwei Meter Janke, die ihm, auf ihm zulaufen. Ja, das ist schon so. Also, ich denke, wenn du mal bist du drin, dann kommt es auch nicht mehr darauf an. Aber klar, musst immer parat sein, das merkt man schon in der Super League. So, wir werden selbstverständlich über FC Lugano auch noch reden, insbesondere über den Trainer und über den Spielstil. Bevor wir den Zuwachs bekommen mit dem Josh Bregel, mit dem Carlo Bertolini, wollen wir mit dem Sandro Lombardi noch das Büchlein nicht durchachern, aber drei Fragen aus dem berühmten Fragebuch wollen wir uns parat machen. Wir sind gerade wieder zurück. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Mhm. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge, das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. I'm looking for someone who stays all along, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down, a place that I can call home. I search the old world, but I'm too blind to see all of these things. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Orte des Vergnügens, verborgen im Beton. Die allerhöchsten Dachterrassen und Clubs versteckt im Untergrund. Die Künstler, Tänzer und Sänger. Wo auch immer ihr euch versteckt. Ich finde euch sowieso. Der neue CLA Shooting Break mit Mercedes Connect Me. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Na, gefall ich euch? Was ist los? Hey, das ist meine Party! Kann ich besser! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch aus Kombi. Skoda, simply clever. Wednesday on SportHD.com. The Hockey
presented by Skoda. Restarting September 2015 on SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportal HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Wir sind zurück in der Soccer Lounge mit dem Lugano-Spieler, mit dem Sandro Lombardi. Wir wollen ihm drei Fragen stellen aus unserem berühmten Fragebuch, wo es natürlich verschiedene Themen drin hat. Das erste Thema, das wir aufschlagen, ist Körpergefühl. Passt ein bisschen zu den Teammates vorhin. Wie oft stehen sie pro Tag vor dem Spiegel? Ja, sie haben es schon ein bisschen übertrieben gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja, es geht eigentlich, es ist einfach schon geübt, es geht schnell. Morgen? Nach dem Aufstehen? Nach dem Training? Ja. Nach dem Mittagsschlaf? Nach dem Nachmittagstraining? Ja. Vor dem Nachmittag? Kann man so sagen. Fünfmal, gut. Geld und Besitz, haben wir vorher darüber geredet. Ihr ungefährer Kontostand, also auf plus minus 100 reicht uns. Muss ich jetzt sicher sagen? Minus. Minus. Gut, haben wir etwas Ähnliches. Thema 6. Haben wir schon mal Sex gehabt, Marco? Ich glaube nicht, oder? Jetzt können wir davon. Könnte sein. Was war Ihre längste Zeit ohne Sex? Uff. Muss ich lang zurückdenken. Ich bin schon 10 Jahre mit der Freundin zusammen. Als Fußballprofi würde ich sagen, Tag, so? Nicht so. Ja, so. Tag? Nein, nein. Sag jetzt mal eine Woche, zwei schon. Du, vorhin haben wir von Italien gehabt. Lombardi ist ein italienischer Name, oder? Genau, ja. Meine Eltern sind beide Italiener. Ich bin in Frauenfeld aber aufgewachsen. Ja. Aber passt das mit dem Namen natürlich hervorragend zum FC Lugano und hervorragend zu einem von unseren nächsten Studiogästen. Wir begrüßen heute Abend den Ex-Schiedsrichter und ehemaligen Schiri-Chef Carlo Bertolini und unseren Fußballexperte bei Sportala, Jean Spreggi. Willkommen! Kannst du eins überrutschen? Carlo, hallo, ganz herzlich willkommen. Ciao. Aus dem Tessin angereist. Carlo, was machst du? Du hast wir müssen aufhören als Schiedsrichterchef. Was machst du zurzeit? Wie bist du noch verbunden mit dem Fußball? Ich bin nicht arbeitsloser. Ach, ich glaube, das ist das wichtige Element. Ja, ja. Ich bin auch wie meinen zwei Kollegen daneben Weinkenner. Es wird gespannt sein, ob die Tessiner Weine besser sind als die Walliser. Okay, nur Foto. Ah, okay, ist gut. Dann, nein, sonst bin ich nicht arbeitsloser. Das heißt, ich arbeite schon vorher zu 100%. Ich arbeite jetzt noch weiterhin zu 100%. In welcher Branche arbeitest du? Darf man sagen, die Firma? Nein, man macht keine Werbung. Aber das Telekommunikation? Ist der, ja, das ist das größte Unternehmung in der Schweiz. Ja, dort arbeite ich und ich bin verantwortlich für die Arbeitssicherheit, das Gesundheitsmanagement eher in dieser Firma. Alles klar. Jean Spreggi, du arbeitest in der Versicherungsbranche. Kann man davon ausgehen, du bist gesehen worden im Sepp Blatter Krümpelturnier, darf man nicht sagen, FIFA-Turnier. Kann man davon ausgehen, Februar 2016 stellst du dir eine Wahl zum FIFA-Präsidenten? Ja, oder so bist du noch ein bisschen zu jung? So jetzt haben wir noch nicht diskutiert mit dem Sepp. Wobei, du bist 20 Jahre jung, oder? Ja, hätte ja nachher noch lange Zeit. Wäre ungefähr gleich eingestiegen wie der Sepp. Du könntest noch 20 Jahre machen. So, wir wollen natürlich auch über ein Thema reden, das in den letzten Tagen hat, für Gesprächsstoff gesorgt hat, die Schweizer Fußballnationalmannschaft, die mit einem blauen Auge ist, davon kam. Aus einem 0-2 hat man es 3-2 gemacht. Wenn man morgen Abend spielt gegen England, wenn man den Inler wieder reinnimmt in die Mannschaft, als Vladimir Pekovic, hat man das Gesicht verloren? Ja, es war sicher sehr speziell, was er gemacht hat, dass er jetzt eines von den wichtigsten Spielern, von mir aus gesehen, der wichtigste Spieler, wie er vorher noch nicht dargestellt hat, nicht hat spielen lassen. Hat es noch nie gegeben vorher? Hat es noch nie gegeben und das ist sicher speziell. Er hat sicher seine Gründe gehabt, er hat es argumentiert. Jetzt müssen wir halt schauen. Ich meine, man hat gesehen, die Ordnung hat schon zum grossen Teil gefehlt im Spiel gegen Slowenien. Und mir hat das Mittelfeld nicht gefallen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht vom Inler, dass ich mehr erwartet habe. Dass ich denke, ich könnte mehr Impuls geben. Aber auf das hat man einfach wirklich gesehen, dass Dorn und Hand hat schon gefehlt. Carlo, kann man sagen, Klose, Xhaka, okay, Job einigermaßen okay gemacht. Kann man sagen, Klose und Cemaili, Chancen nicht genutzt?
Ist zu böse. Normalerweise sucht man immer die Schuld beim Schiri, aber dieses Mal am Schluss hat das Resultat gestimmt. Ja, ich glaube, wir könnten lang diskutieren, aber am Schluss waren wichtiger die 3 Punkte. Das ist natürlich so. Wie schaust du so ein Länderspiel an? Dass du jetzt hier nicht deine Berufskollegen gefangen hast, ist mir schon klar. Aber ist der Lombardi auch daheim vor dem Fernseher und sagt, boah, der Pass von Cemaili, ich kann nicht gehen? Nein, ich schaue das eigentlich sehr entspannt an. Mhm. Wirklich sehr entspannt. Ich genieße es einfach und wenn man dann gewinnt, ist es umso schöner. Willst du weg sogar gegen England? Zu verlieren hast du nicht. Gegen England kannst du nur gewinnen. Ja, ich glaube, wechseln wird sicher einer oder der andere geben, der vielleicht eine Chance gibt. Aber Cemaili hat mich auch nicht 100%ig überzeugt. Perami kann ich auch nicht so mich warm machen. Er ist eigentlich überall gesehen, nie. Und vorne die 2 Stürmer, oder wenn man so will sagen, Seferovic und Memedi, haben doch nicht das gebracht, was man hätte rechnen können. Ich rechne unter Umständen, dass man mit dem Bolo anfangen könnte. Stocker, ohne einen guten Job gemacht? Von dem her muss ich sagen, für mich stimmt das Mittelfeld aber nicht zusammen. Mhm. Die Zusammensetzung von dem. Weil das sind 3 Sechser. Und von mir gesehen müssen wir auf der Seite halt einfach auch noch Spieler haben, die Druck machen. Und das hat eigentlich gefehlt. Das ist eigentlich nur Flankenball, sind nur vom Rodriguez und vom Lichtsteiner. Und also du wünschst dir einen Spieler wie einen Stocker von Anfang an? Ja. Was hat man für Chancen gegen England? Keine Chance. Was hast du zu verlieren? Das ist die Frage. Nein, nichts. Deswegen sollten wir wirklich definitiv besser spielen im Vergleich mit das letzte Spiel. Befreit aufspielen? Ich würde sagen, ja. Klar, eine Klatsche soll es nicht geben. Ein 0-4 soll es nicht geben. Das wäre auch nicht gut für Selbstvertrauen. Das denke ich, das gibt es auch nicht. Gibt's nicht. Wir werden es sehen. Macht der Rooney sein 50. Goal? Das wäre schön. Auf einer Seite wollen wir gleich gewinnen. Oder einen Punkt holen. Ja. England, also die sind qualifiziert, aber die werden nicht zurückstecken. Glaube nicht. Die gehen vollgas. Also. Vielleicht schießt einfach Rooney einfach in sein eigenes Tor. Man weiß es nie. Lassen wir uns mal überraschen. Und schreibt der Schiedsrichter auf den Rapport oder auf den Matchplan näher? Er wird ihm sicher mal gratulieren, sehr wahrscheinlich. Gut, Tor ist Tor. Tor ist Tor, definitiv, Tor ist Tor. Ja. Okay. Wie viel gelbe Karte hat sich am Samstag? Ich weiß gar nicht. Das ist super, wenn man es nicht weiß, oder? Ja, das heisst, der Schiedsrichter hat sich selber nicht dargestellt. Und wir sind nicht jetzt auf der Suche von Diskussionen. Ja, Penalty, ja, nein. Besser so, viel besser so. Hat man als ehemaliger Schiedsrichter gelbe und rote Karte immer dabei, oder nicht? Für was? Für meine Frau? Nein, nie und nie, nein. Aber auf dem Golfplatz, das habe ich dir im Voraus schon besprochen, die sollte man auch ab und zu brauchen. Stimmt. Ja. Apropos gelb und rote Karte. Du bist, was hast du vorhin gesagt, 22 gewesen, als er ist Kapitän war? Oh, ein sehr, sehr korrektes Verhalten von ihm. Er sagte immer seine Meinung, wie jetzt, in seine Art. Und natürlich sein Dialekt habe ich extrem Mühe zu verstehen. Aber der war wirklich sehr, sehr laut. Gut, wir werden selbstverständlich über eine Partie reden. Unsere Partie von dieser Woche ist FC Sion gegen FC Lugano. Wir werden selbstverständlich auch den Fokus legen auf den FC Lugano, wo der Sandro Lombardi schon da ist. Machen schnell eine kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Wir sind zurück bei der Soccer Lounge, reden über das Sonntagnachmittagsspiel um 4 Uhr, Sio gegen FC Lugano. Carlo, welchen Stellenwert hat der Fußball, welchen Stellenwert hat der FC Lugano im Tessin? Eishockey hat einen grossen Stellenwert im Tessin, weil es gibt diese Konkurrenz zwischen Lugano, Ambrì, Sopra Ceneri, Sotto Ceneri. Im Fußball, ich glaube nicht, dass kann man vergleichen Lugano mit Sion. Sion vertritt, aber er kann sich besser äußern, vertritt einfach ein ganzes Kanton. Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall bei Lugano. Der könnte dieses Ziel erreichen, aber die müssen noch einiges zeigen. Erfolgreich sein. Wie spürst du Unterstützung im Tessin? Ja, also, du kennst die Schweiz, oder? Du weißt, wie es kann sein kann. Ja, also jetzt, ich habe es jetzt eigentlich positiv jetzt aufgefasst. Die Leute haben
echt freut, dass wir jetzt wirklich aufgestiegen sind. Und auch wenn man jetzt mal verliert oder so, die also bleiben jetzt positiv. Und ja, das ist eigentlich noch schön. Schorsch, der Trainer vom FC Lugano. Der Zeemann, der da kam, hat man gewusst, es gibt nur einen Marsch Richtung Verteidigung, wird komplett überschätzt. Oder? Was ist das für ein Typ? Ich habe das Gefühl, das ist noch so eine alte Garde. Ich höre sagen, dass er ab und zu mal nicht, auf dem Trainingsplatz und wenn ein Trainer schon raucht, dann wünsche ich mir die Trainer zurück, die könnten Raucher sein, weil es einfach Typen sind. Er ist eine alte Garde, ist ein Diktator. Ich muss so sagen, er hat immer eine klare Linie durchgesessen. Da sieht man ihn überall, wo er war. Und er hatte auch riesige Erfolge mit kleinen Mannschaften, Mannschaften, die nicht so bekannt waren. Aber mit den Grossen nicht unbedingt, oder? Es ist halt nicht jeder Trainer passt zu jeder Mannschaft und zu jeder Konstellation. Dass man muss die Arme führen, ist anders, als wenn man unbekannte Spieler. Weil er sieht den Marsch richtig vor und die will, dass man die durchzieht. Und ich glaube, das müssen wir sagen. Das, was Lugano bis jetzt gespielt hat, müssen wir sagen, Hut ab. Spielen frech, spielen nach vorne, gehen Risiko ein, sind mehr oder weniger immer optisch gesehen noch fast die bessere Mannschaft. Mhm. Haben einfach Pech, dass sie einfach im Endeffekt vielfach mit leeren Händen da stehen. Aber wir müssen sagen, der frische Fußball, den Lugano spielt, müssen sagen, das gefällt mir. Und das war schon ein Tag vom Zeemann, den er bis jetzt immer hat spielen lassen. Du gibst mir den Steilpass, ich wollte weiterleiten. Führen in die Spitze zu Margo Vucur. Die Spielart, die Spielweise vom FC Lugano, hast du dir ein bisschen zu Gemüte geführt? Stefan, wo der FC Lugano die Verpflichtung vom Zdeněk Zeeman bekannt gegeben hat, muss ich sagen, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Der Grund ist klar, der Name Zeeman steht im Fußball für Offensivspektakel pur. In der Super League hat sich der 68-Jährige aber einigermaßen noch ein bisschen zurückgehalten für seine Verhältnisse. Die Siner haben unter ihm meistens im klassischen 4-3-3 gespielt. Jetzt werden sich ein paar fragen, 4-3-3 ist doch schon offensiv. Natürlich, aber wenn es um den Zeeman geht, dann geht das noch einiges extremer. Am besten werden wir das gerade im folgenden Video sehen. Als Trainer von AS Rom stellt er seine Mannen nämlich so auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler rennen los aufs Goal und wollen das Goal eigentlich erzwingen. Goal hat es leider aber man sieht, was offensiver und Zeeman in der Superliga hat es noch reichlich Luft nach oben. Und wenn er sich mal warm läuft im Tessin, könnte man schon bald folgende Aufstellung bei Lugano sehen. Ob das jetzt ein 1-4-5 ist oder ein 1-5-4, man weiß es nicht. Jedenfalls, was klar ist, so ein Aufsteiger, so ein mutiger Aufsteiger, dem zuzuschauen, es macht wirklich Spass. Gegen IB hat man gewonnen, gegen Basel ist man führen gegangen. Carlo, ist die einzige mögliche Art, für FC Lugano zu spielen. Als Aufsteiger hat man die andere Variante. 11 Mann, sie meinen den 16er. Du stellst eine solche technische Frage an einen ehemaligen Schiedsrichter. Du hast zwei Fußball-Experten da. Aber als Schiedsrichter musst du eine höhere Ahnung vom Fußball. Ich glaube, dass die Tessiner, die Bevölkerung, die Leute, die Fußballinteresse haben im Tessin, haben das zusätzlich geschätzt. Offensiv. Klar, am Schluss gibt es nur oder ein großes Teil von Niederlagen. Aber das Publikum ist bereit, das zu akzeptieren, bis man so spielt, in dieser Art, mit Geist, mit dem Herz. Ist die einzig mögliche Art, um ein Niederhalt probieren zu schaffen? Es gibt sicher andere Arten. Hinterrein stehen. Aber hinterrein stehen. Es macht Spass. Dann lebst du einfach immer mit Unentschieden. Hinterrein stehen. Es gibt Mannschaften, die hinterrein stehen, aber. Nein, das ist schon so. Also ich bin jetzt froh, dass wir so ein offensives Spiel haben. Das macht Spass. Was sagt er denn gerade oben? Verteidiger, zwei bleiben hängen und der Rest? Er sagt sehr wenig, das muss man auch sagen. Warum? <Ja. lacht> Er hat anders zu tun. Ja. Sicher, er regelt ab und zu. Aber sonst sagt er. Das ist ein Angstier. Er sagt nicht viel. Nicht viel, nein. Also, zu wenig, was er sagt, ist? Nein, er sagt die Aufstellung und das, was wir einfach trainiert haben unter der Woche, das wiederholt er. Für Offensivvarianten, ja. Was machen die Verteidiger eigentlich unter der Woche? Ja, sie spielen uns Bälle zu. Schorsch, es ist ein Fakt zum Zuschauen. Saisonstart hat er gegen St. Gallen gehabt, da haben sich viele Augen gerieben. Gegen IB hat man gewonnen. Früher das Goal gemacht, das Goal kann er verteidigen. Gegen Basel ist man Führung gegangen, gegen Vaduz hat er zweiter Sieg gelandet. Ja. Liegt etwas drin? Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gefällt mir, wie Lugano spielt. Und es ist sicher eine bessere Variante, als einfach hinten drinnen stehen.
Weil wenn du hinten stehst, vor dem eigenen Goal, dann ist die Gefahr immer gross, dass irgendwann mal ein Goal verkommst. Solange du den Ball weg hast von deinem Goal, kann schon mal der Gegner kein Goal. Das wäre schon fast ein Floskelalarm, aber ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Aber darum sage ich, das ist, ja. Ich bin eher der Trainer, der immer noch vorne spielen lasse. Lange Ball, die Spieler haben so vorne gekommen. Das ist eigentlich das Richtige, das ist das Schöne und das will das Publikum ja sehen. Attraktive, begeisternde Fußballspieler. Du warst ja ein Kunstschütze. Wie häufig hättest du von der Mittellinie eine Latte getroffen mit dem Ball? Von 10 also, Versuchen? Da muss schon viel zusammenpassen, dass der noch treffen. Aber sagen wir, plus minus hätte ich können sagen, dass ein halber Meter zu hoch oder ein halber Meter zu wenig hoch ist, der Ball. Aber dass du noch gerade immer treffen tust. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass eine Mannschaft nach dem Training 4 Treffer gemacht hat an die Latte? Ja, das glaube ich schon. Stark, he? Also ich habe zum Beispiel immer gemacht vom 16er zuletzt und die letzte. Ja, das kann jeder schon. Nein, das kann nicht jeder. Das aber kann das sogar ein Schiedsrichter. Das Problem ist, dass wenn der Trainer das letzte ist eben gegangen, wo die anderen immer noch müde waren, und ich sage, ich zeige es mal. Und dann hast du aber nur das Glück, dass du wirklich triffst. Carlo, überrascht dich, wenn ich dir sage, dass die Mannschaft, die 4-mal getroffen hat, der FC Basel ist? Nein, es überrascht mich, dass GC und IB am Schluss sind. Ja, eben. Es überrascht mich vor allem da. GC mit die heutige, mit die aktuelle Rangliste, letzter, ja. Interessant, finde ich mindestens. Hey, also, dass sie noch treffen, jetzt wollen wir schauen, wie sich der ehemalige Club von Georges Bregui hat geschlagen. Und da wollen wir so gemerkt drauf haben, auf den Trainer, wenn er schon sagt, der Trainer. The Crossbar Challenge. Vero Salatić, Mittelfeldspieler. Daniel Alves, FC Barcelone. Léo Lacroix, défenseur. Ah, c'est fou, Ibn Hiza. Moussa Konaté, attaquant. Allez! Oh! J'ai touché! Ah, j'ai touché! Solo, mir fallen zwei Sachen auf. Carlo, wenn du als Trainer die Schuhe anziehen musst und triffst, Autorität, Chef auf dem Platz ist klar. Ah, definitiv. Du brauchst keinen Assistenztrainer mehr dann ab diesem Moment. Und die Stimmung, wo man immer wieder sagt, sie als Buffer fasst, die Stimmung, die man hier sieht. Das ist mir aufgefallen. Es ist extrem, dass die Spieler nachher so auf den Trainer gehen und so Freude haben, dass der euch noch getroffen hat. Wie nach dem Cup-Sieg. Ja, es ist. Da sieht man einfach die Mannschaft leben, aber das sieht man auf dem Platz im Moment. Das stimmt. Wir werden natürlich auch über FC Sion reden, das machen wir dann nach einer kurzen Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Wednesday on SportalHD.com. Es sind auch alle Substars dort, aber ein Sidney Crosby allein macht auch nichts. Es braucht immer vier andere Spieler. Und wenn man die besten Goal von Michel zusammengeschnitten hat, hätte man das auch fünf gegeben. Sicher? Hat es fünf gegeben oder wäre es Top 3? Es gibt mehr, aber ich sage, es ist schöne Goal. Aber ich habe immer rein, nur auf die weißen Schläfe geschaut. Ich habe gar nicht so mitgeschnitten, was du mit der Scheibe so machst. Dann haben wir den Gegner ablenken, damit der Kramer durchlaufen kann. Ist das drin? Goal machen.
Hockey Week presented by Skoda, restarting September 2015 on SportalHD.com. Was das Leben für Sie bereithält? Schauen Sie doch mal nach. Entdecken Sie Ihre Lust am Entdecken. Und dann die ganze Welt. Fahren Sie links, fahren Sie rechts. Folgen Sie Ihrem Bauch, Ihrem Instinkt oder einfach dem Wagen vor Ihnen. Seien Sie nicht ängstlich, seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Die Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Mhm. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge, das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. Dachterrassen und Clubs versteckt im Untergrund. Die Künstler, Tänzer und Sänger, wo auch immer ihr euch versteckt. Ich finde euch sowieso. Der neue CLA Shooting Brake mit Mercedes Connect Me. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Na, gefall ich euch? Was ist los? Das ist meine Party! Kann ich besser! Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch aus Kombi. Skoda, simply clever. Pure Sports, pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Wir sind zurück in der Soccer Lounge reden mit dem Josh Bregi, mit dem Carlo Bertolini und mit dem Lugano-Spieler, mit dem Sandro Lombardi, über die Partie Sion gegen FC Lugano am Sonntagnachmittag am 4. Zielsetzung, Ligaerhalt. Was hat das Gefühl, verfügt FC Lugano über genug Qualität und über den Atem, was braucht, über die Luft, was braucht, der Liga halt zu schaffen. Der Carlo hat so ganz eine nachdenkliche. Wir spielen da und er sieht ja selber das Potenzial, sind es schon x Spiele gehabt. Ich selber sage, dass es können schaffen, vor allem mit der Euphorie vom Aufstieg. Ja. Wir müssen ein bisschen Glück dazu kommen mit dem Fußball, was spielen tönt. Und wenn das einmal so richtig läuft, könnte es eben die Überraschungsmannschaft werden. Ich nehme an, dir glaubt im Team ganz fest dran. Es ist wahrscheinlich auch das, was ihr wollt, unbedingt. Ja, ist klar. Also, jetzt gross darüber nachdenken, jetzt noch nicht. Also, ist klar, eben, wie gesagt, wir mussten irgendwann mal auch einen Sieg haben, ein Glück. Und, aber wir wollen den Liga halt schaffen und einfach die Punkte holen. Ja. Oder schon seht jetzt, wenn das Spielsystem anfängt zu laufen, am Anfang hat er viel überrascht, wo so ein bisschen beide reinschauen mit der extrem offensiven Ausrichtung. Aber die Gegner wissen das natürlich jetzt auch, wie das kommt. Also, hast du jetzt schon gemerkt, in den ersten paar Spielen wird es schon fast schwieriger? Nein, also es ist doch ein Spiel, wo man schon weiss, wie die Bewegungen sind, aber ich denke, das hat nicht einen grossen Einfluss. Also man hat da ein paar versteckte Varianten noch. er sagt nicht viel, aber er hat noch ein paar. Genau. Wenn der Schorsch sagt, der Liga hat, kann man schaffen. Auf Kosten von Vaduz, St. Gallen.
Ja, es gibt immer Mannschaften. Der Schiedsrichter ist neutral, ja, weißt du? Ja, haben merkt. Das ist noch ich gebe Bertolini mal ein gelbes Gummibärli als Verwarnung. Du, weil ich bin kein Funktionär mehr und jetzt kann ich noch offener reden als vorher. Und absolut. Ich sage, Lugano muss das Spiel machen für sich selber zuerst. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, die ersten Spiele dieser Saison, es gibt andere Mannschaften, ohne Namen zu nennen, aber Thun oder Vaduz, die haben Mühe. Ich sage nicht, dass die sind schwächer, die haben Mühe. Ja. Die haben Mühe. Thun hat extrem viel Mühe, in die Saison hineinzukommen. Beim FC Sion, George, kann man sagen, beim FC Sion war wahnsinnig lang, wahnsinnig ruhig gewesen. Was ist los? Die letzte Saison. Ja, aber das nicht gehört vom Präsidenten. Seitdem, dass der Tolo Trainer wieder ist, ist er ruhig gekommen. Dann hat er wieder arbeiten lassen. Der Tolo hat ein bisschen Bonus beim CC. Vielleicht einen Bonus von dem her, aber ich glaube, er hat noch vielleicht auch überzeugt mit seiner Idee, die er hat, mit der Art, wie der Fußball spielt. Weil es ist wirklich attraktiv, was er macht. Und da muss ich doch sagen, jetzt ist nachher noch ein bisschen Verstärkung geworden. Jetzt hat er noch mal zwei offensive Spieler geholt. In der Offensive ist sicher stark, obwohl das noch nicht in ein Goal geschossen haben. Für mich das größere Problem ist die Defensive, die zentrale Hinderung in der Innenverteidigung, dass der da noch ganz gute Mann geht holen, wo der hat er keinen Abwehrchef im Moment? Für mich hat er keinen richtigen Abwehrchef, nein. Lacazette wenig gut. Ein Ziegler gehört nicht in die Innenverteidigung. Ja. Und auch der Goalie beim letzten Spiel, denke ich, die hatten auch dort einige Probleme. Und ja, mal gespannt. Ja. Es gibt eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Ja. CC gesagt, Meisterrennen sind wir weg. Typische Constantin-Äußerung. Der Meistertitel hat sich der FC Sion verabschiedet. Hat man dann nachher, wenn man Cup-Sieger wurde beim FC Sion, hat man ein bisschen mehr Ruhe automatisch? Was glaubst du? Ich glaube, das ist an der Spitze in Europa. 13 Mal gespielt im Cup, 13 Mal gewonnen. Du als Schiedsrichter. Ja. Ist da alles super gelaufen? 13 Mal im Cup, 13 Mal gewonnen. Ich bin immer zufrieden mit meinen Leistungen, grundsätzliche. So, jetzt gibt's den Glitzer. Mit diesem roten Gummibärli. Was ist der FC Sion für dich für einen Club? Wie hast du deine Aussenwahrnehmung? Ja, ist klar. Man kennt es als turbulenten Club, oder? Würdest du im FC Sion spielen? Also warten wir bis zum Sonntag, oder? Nein, es ist klar. Also, komm, wir lösen dich. Nee, ja, danke. Marco, der FC Sion, turbulent. Spieler kommen, Spieler gehen. Wie viele Spieler kommen und gehen? Wir haben ja vorher von Wein geredet in dieser Gruppe. Beim FC Sion ist es wie bei einem guten Wein. Langsam aber sicher ist die richtige Mischung gefunden worden. Ja, das merkt man immer. Ja, aber es hat viel Zeit gebraucht und extrem viel Opfer. Also es ist unglaublich, wie sich das wandelt im Fußballgeschäft. Wir haben jetzt mal eine Aufstellung vom FC Sion ausgraben. Vor zwei Jahren gegen den FC Basel. Topspiel in der Super League. Folgende Herren sind auf dem Platz gestanden und von diesen 11 Spielern sind heute noch zwei rum. Nämlich der Andrin Svanins und der Wilmos Wanschak. Mehr noch von den 35 gemeldeten Spielern im erweiterten Sion-Kader aus der Saison 12-13 sind heute noch 7 Stück gekommen. Stefan, die einzige Frage, die sich hier stellt, wer trifft es als nächstes? Wer muss gehen? Der CC ist ja so, dass er nicht immer nur den Trainer entlässt, wenn er viel von dem hat, sondern auch mal sich mit den Spielern anlegt. Und der Grund, Casino und was auch immer, der Grund, findest du immer, einen Spieler loszuwerden. Ja, Grund, du musst noch. Und das sind ja die Hauptschuldigen. Ja, sicher auf einer Seite. Es sind immer die Spieler, die auf dem Platz sind, die entscheiden, was macht. Der Trainer kann nicht die Richtlinien geben und umsetzen müssen es nachher der Spieler. Was halt der CC ist, er ist halt sehr, wenn er das Gefühl hat, einer gebe nicht alles und einer ist mit den Gedanken nicht beim FC Sion, dann wird er es einfach spüren verkommen. Und dann wird er einfach ihm sagen, los, dann gehst halt, bist halt außerhalb des Kader, du verkommst weiter in deinen Alltag, das ist kein Problem, aber du spielst nicht mehr. Und jetzt bist halt du als Spieler interessiert, dass wieder irgendwo schnell möglichst einen anderen Verein finden tust, dass du wieder kannst spielen, weil sonst dein Marktwert geht ja kaputt. Der Konaté hat auch kritisiert, Knipser letzte Saison, jeder Schuss ein Treffer. Ich habe gehört, der Konaté sei ein schwieriger Fall, Josh, vielleicht kannst du es noch mehr sagen, er komme, wenn er will, er mache, was er will. Ja, gut, dass, so Spieler, die anderen Spieler wären froh gewesen, wenn er verkauft wurde. Ja, du musst natürlich so sagen,
Konaté ist alles geschrieben worden, letzte Saison. Ist er wirklich der Superstar gewesen. Mm. Der ist gekommen, hat voll eingeschlagen, hat Goal geschossen, ist alles einfach gegangen. Und jetzt ist es halt so, dass in dieser Saison ist und er kommt von einem Kontingent von Afrika. Das ist halt der Fußball anders und sobald man von ihm redet, kommt man, hat man halt Selbstvertrauen und das Gefühl, alle warten auf ihn. Und ich glaube, es ist wichtig für ihn und für seine Karriere, dass er die Möglichkeit noch nicht hatte, ins Ausland zu gehen. Weil sonst hätte er einen Krieg bekommen in seiner Karriere. Also bodenhaft ein bisschen verloren. Mir hat mal ein Spieler gesagt, wenn ein Spieler wie Konaté seine Goal schießt, dann ist es ein bisschen egal, ob er zu spät kommt und was er macht und was er nicht macht. Wenn er es nicht macht, wirst du als Mitspieler auch ein bisschen aufmüpfig und sagst, hey, Kollege. Ja, ist klar. Also wenn er sie macht und das Spiel selber entscheidet, dann hat er ein bisschen Bonus hätte dann, aber man muss sich immer wieder bestätigen, oder? Und wenn dich dann nicht kannst bestätigen, wird es dann halt schwierig in der Mannschaft. Erlebst du als Schiedsrichter, spürst während einem Spiel, als vielleicht ein Spieler Bindung zum Rest der Mannschaft nicht hat, vielleicht ein bisschen isoliert ist? Spürst du während dem Spiel auf dem Platz als Außenstehender so Situationen? Ja, vor allem, wenn du Zeit hast, wenn du Spiele mit Spielen konfrontiert bist, wo es nicht viel drin gibt, dann spürst du schon, wer überhaupt der Leader ist. Mhm. Nicht immer ist der Spielführer schlussendlich. Und dann spürst du diese Konstellationen. Ein Spieler, der vielleicht wenige Pässe steht, gut positioniert, aber er bekommt sogar gar nicht den Ball. Und dann, ja. Es sieht komisch aus, auch für den Schiri. Seite vom Schiedsrichter, die du nicht hast gewusst, oder? Nein, das ist so viel. Der Schiedsrichter hat ganz sicher das Spiel gesehen und sieht euch, was man macht. Hast du gewusst, dass das Spiel als Schiedsrichter so sensibel sind? Ja. Das habe ich schon gewusst. Darum tun wir probieren, einen gewissen Einfluss zu nehmen. Selbstverständlich. Einer, den ich mir vorstellen kann, Carlo, der ein unglaublich Buddy-Buddy bester Freund von dir war, haben wir jetzt am Telefon. The better original. Ja, das ist klar, dieses Spiel Lugano gegen Sion, das ist wie eine Philosophie im Herbst, das ist mehr als ein Spiel, das ist Roi de Soleil gegen Roi de Soleil, das ist Laissez-faire gegen Dolce Faniente, oder Merlot gegen Fendant, oder ganz einfach Not gegen Elend, das ist klar. Aber Stefan, ich habe gehört, das ist ein Schiedsrichter heute im Studio, und er sitzt auf meinem Stuhl. Ah, mon de Dieu, dieser Bertolini, er hat mir viele Punkte gestohlen, in Zürich, bei Sion, in Thun und auch in eBay. Aber das macht nichts, weil wenigstens ich habe noch ein paar Haare auf dem Kopf. In aller Schuld vom FC Wohlen, wo nahezu perfekte Imitation. Von aller Schuld. Ja. Ich habe nicht viel zu ergänzen, außer dieser Dolce Farniente passt mir nicht unbedingt. Nicht. Nein. Weil? Weil man hat schon gesehen, die Luganeser Spieler unter jetzt die Führung vom Seemann. Ich glaube, den Training kann man schon bestätigen, dass das wirklich hart ist. Und ich glaube, Sandro kann definitiv nicht bestätigen, dass Dolce Farniente im Tessin zu Hause ist. Wie schlimm war er als Trainer für einen Schiedsrichter? Wo ist der Schiri? Ich sage mal auf Deutsch Vulkan. ein Trainer mit Persönlichkeit. Auch wie George, er sagte seine Meinung. Nicht immer passte den Schiri. Aber er kannte den Weg dann zur Tribüne, wenn es um mal zu viel ging. Nein, aber er ist eine Person, die nach dem Spiel bereit ist, offen zu diskutieren und selber auch sich selber gegenüber kritisch zu sein. Wie ist euer Trainer, der Seemann, gegenüber dem Schiedsrichter? So ruhig in der Kabine, sagt er. Er sagt nichts. Er sagt nichts. Weil er Angst zu tun hat. Ich bin im Spielfeld anfangen getrunken. Rockt in der Kabine? Also... Nicht genommen, musst du nicht sagen. Eine Wulche. Gut, wie früher in den Bars. Wir werden die beiden Mannschaften vergleichen, Sion und Lugano. Welche Werte hast du herausgesucht? Wie tust du die beiden Mannschaften gegenüberstellen?
Wenn wir jetzt gerade beim Schalland bleiben, ich sage es in der Wortweise, es war ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Also im Turbio trifft am Sonntagnachmittag der Tabelle 4. auf der Tabelle 9. Die Walliser haben in der bisherigen 7 Runde 5 Punkte mehr geholt als Luganesi, aber nur ein Sieg mehr. Der Formstand spricht aber klar für den Gastgeber. Von den letzten 3 Spielen haben sie 2 können gewinnen. Der Aufsteiger hat die letzten 2 Niederlagen in Folge kassiert. Wenn der Sinder in Sio etwas holen, muss die Defensive unbedingt besser stehen als bis jetzt. Nur der FC Zürich hat mehr Gegengol kassiert. Aber Stefan, zu denen sehen wir an Defensive, man hat gesehen, es gibt schönere Liebesbeziehungen, oder? Ja, ja genau, das wird keine Liebesbeziehung, Defensive und der Zehmann. Wie müsst ihr euer Glück versuchen? Ich denke, von genau Anfang an, ist wichtig, von Anfang an bis Sio. Ja, ich denke genau gleich wie jetzt die letzten Spiele. Und aber raus, Achtung, fertig, los. Achtung, fertig, los. Oder? Nein, nicht zögern. Ich denke, und dann von diesen 5 Chancen dann mal eine machen. Oder 2. Oder 2, wäre natürlich auch nicht schlecht. George, was glaubst du, was gibt es für ein Match? Ich glaube, das gibt einen mit offenem Visier. Ja, sicher offen. Wie gesagt, ich habe beide Schwachpunkte und eigentlich mehr in der Verteidigung. Das ist super für uns und, Zuschauer. Von dem her ist es ja schön, dass Peti nach vorne laufen tun und etwas riskieren tun. Und ich glaube, entscheidend wird sein, dass du gegen Lugano nicht in den Rückstand geraten tust, weil der wird sicher sehr schwierig. Oder? Das hat Berner Angebot gemacht. Wie ist es im Wallis zu pfeifen? Emotional? Hitzig? Die Fußballplätze, die mir am meisten gefallen, waren Tourbillon und den alten Espenmoos. Mhm. Weil das Publikum ist so nahe. Ja. Und die Leute, die leben es mit, auch wenn die im Rückstand sind. Es ist nicht einfach, aber du spürst wirklich das Publikum. Und es ist enorm motivierend. Und ich glaube, Sandro hat mir auch vor dieser Sendung auch gesagt, ja, auch als Spieler, du spürst einfach diese Präsenz. Also der zwölfte Mann, der Hexenkäse, finde ich übrigens so Espenmoos, grandioses Stadion, wo der war. Das Fernsehstudio war immer direkt über dem Grill, über dem Grillstand mit der Bratwürst. Wo wir Berner mit ohne Senf. Wir Berner mit Senf. Eben, in St. Galler ohne Senf. So, wir wollen spielen. Marco, die Spiele, die wir heute spielen, das heisst so. Who am I? So, man muss... Was herausfinden? Also ich erkläre es am besten. Jeder kennt es eigentlich aus der Kindheit. Ihr bekommt den Spieler als Stirn und ihr müsst herausfinden. Einen Namen, genau, einen Spielernamen. 45 Sekunden Zeit, nur Fragen mit Ja und Nein, also wo mit Ja und Nein beantwortet werden. Die anderen 3, die nicht dran sind, beantworten die Fragen. Natürlich ehrlich. Und eins vorweg, nein, der Stefan weiss nicht, wer er ist. So, ihr bekommt jetzt Super League-Spieler. Super League-Spieler. Super League-Spieler so oder Trainer. Sein? Nein, das leider nicht. Ja, so. Gut, fangen wir mit dem Stefan an. Kannst du den haben? Da vorne. Nein, genau. So. Bist du nicht mal der selber gewesen? Super stylige Stirnbänder für euch alle. Hey, was lachst du so da drin? Schon lacht nur. Er will immer eine falsche Frisur. Über meine Frisur, gell? Ja. Und etwas müssen wir schauen. Sandra muss ich schauen wegen der Frisur. Und nicht schauen vom Monitor. Machen Sie bitte nicht kaputt. Schnell heben, kurz. Genau. Ich probiere es nicht kaputt zu machen. Kannst du nicht nachher mal schnell die Kamera auf mich stellen? Hast du schon früher noch. Nicht vorne schauen, gell? Fairness halber nicht vorne schauen. Zeig mal, zwei. Habe ich jetzt persönlich noch nie gehabt. Heben schnell. Ja. Oh! Hier gibt es auch so ein rosa Stirnband. 80er Jahre Fitness, hä, Stefan? Genau, das ist doch etwas von Jane Fonda Fitness-Video. Und nochmal einen. Heben schnell. Genau. Marco hat gerade gelernt. Ja. So, nicht ab. Nicht ab. Stellst du noch den Bildschirm ab? Jo. Wer fährt da? Nein, schon hat vorher geschaut. Ja, du bist im Kamera. Wir müssen schauen, ob man das sieht. Wer fährt da? Du musst anfangen. Ich muss anfangen. 45 Sekunden tust du Zeit stoppen, Marco. Oder? Ich stoppe Zeit, ich bin der Schiri, nicht der Bertolini, ich bin der Schiri. Oh, das ist schön. Ei, ei, ei. Fertig. Ist der jung? Los! Ist der ein junger Spieler? Was heisst jung? Ja, unter 25. Nein. Routinier? Ja. Ja? Ja. Zwangsläufig. Spielt er in Sio? Nein. Mm-mm. Oh. Ibe? Mhm. Zwangsläufig. Der Oaro? Nein. Nein. Mittelfeld? Nein. Verteidigung? Nein. Nein, nicht. Goal? Nein. Ja, das ist ein Stürmer. Nein. Weiß nicht, der Ersatzspieler. Jetzt hat er den Dreck. Wenn der Stürmer noch Verteidiger und Mittelfeldspieler ist. Ist der Trainer?
Und die Zeit ist um. So, fertig! Das sind 45 Sekunden. Jetzt ist noch. Ich sage noch, du musst genau reinkommen. Okay, also wir geben es 45 Sekunden. Wir geben es mal. Ja, heute, ich bin gut. Gut. Wer tut? Gut, bei mir. Was du? Stammspieler. Ja. Ja. Spielt in der Deutschschweiz. Ja. In einer der zwei Mannschaften von Zürich? Nein. Wir müssen langsamer antworten, weißt du? Luzern? Nein. St. Gallen? Nein. Basel? Ja. Okay. Spieler von der Nationalmannschaft? Ja. Cher? Nein. Der spielt nicht mehr zu Basel. Stimmt. Voilà. Etwas verpasst. Wer ist noch? Noch 5 Sekunden. Ulala. Jetzt ist Spaß. Und Spieler. Ah, ist. Embolo. Ja. Voilà. Ja. Du warst später als ich. Lombardi. Wir freuen uns sehr. Also. Kann ich loslegen? Achtung, fertig, los. Deutschschweiz? Ja. GC? Nein. Zürich? Nein. Ja. Nein. Richtig, 36 Sekunden der neue Spitzenreiter. Was, Zürich, vielleicht. Nein. Bin ich bei Zürich? Er gibt immer die Antwort. Bin ich bei Luzern? Nein. Bin ich bei GC? Ja. Heiße Tabur? Ja. Hey, warte! Er wusste schon. Na gut, das ist schon. Also, geschoben ist ja nichts, keine Wettbetrügerei, aber 18 Sekunden, der Stefan hat schon gesehen. Wir gewinnen die. Aber ich sehe, das Axel. Ja, ich habe gesehen, wir sind schlagen. Oh la la. Die Arme wollen nicht mehr runter. Das sagt man jetzt an den Marco, sag dem Sieger. Wie sieht der Spielplan aus vor dem nächsten Live-Superliga-Rubi? Ja, nach dieser Nazi-Pause sind wir natürlich wieder alle heiß auf ein super spannendes Superliga-Wochenende. Anfang tut das Ganze mit IB gegen Vaduz am Samstag. Und am 8. ist dann Basel gegen St. Gallen. Sonntag fährt an mit Luzern gegen GC, zeitgleich Zürich gegen Thun. Und die 8. Runde schließt Sion und Lugano ab. Wie immer kann man das mitverfolgen live auf sporthallhd.com/360player. Merci Marco für heute Abend und ihr könnt auch das App natürlich abladen, wärmstens empfohlen. Und wenn wir schon das Nadel davor haben, dürfen wir unseren Dienst Uber aufrufen. Oder dürfen wir den herbringen eigentlich? Wieder auf Frauenfeld gerne. Machst du noch einen Zwischenstopp dort? He? Klar. Ah, sie wohnen in Frauenfeld. Wir wohnen zusammen. Alles klar, dann bestellen wir unseren Fahrer, unseren Chauffeur, den Zoran, bestellen wir den her, dass er den mit Uber dort herbringt. Ja, 3 Punkte gegen Sion. Und dann sagt der Trainer noch weniger. Genau, gibt immer weniger zu sagen. Dann könnt ihr in Ruhe weiterarbeiten. He? Genau. Alles klar. Carlo, du gehst nächste Woche in die Ferien. Ja, endlich. Ich habe gesehen, zum ersten Mal 3 Wochen am Stück. Stimmt. Nach wie langer Zeit? Mehr als 30 Jahren. Weil ich schon als aktiver Schiedsrichter hatte ich gemäß meiner Schätzung Kniezeit und als Funktionär noch weniger. Aber Funktionär sein ist Ferien, ne? Nein, definitiv nicht. Du bist ständig, musst du ständig erreichbar sein und du hast nicht nur Journalisten, die dir anrufen, es gibt auch Funktionären von Vereinen, ohne Namen zu nennen, die dich anrufen und fragen, wieso und stellen Fragen.
Gut. Du gehst nach Thailand, go Golf spielen? Golf, ja, definitiv. Jeden ja. Tag ein Golfplatz? Oh ja, nein, zwei Tage nicht. Handicap? 18, mit dem Ziel, mich noch zu verbessern. Nicht schlecht, aber nicht gut genug für die, nein, für die Runde, nicht. Für die hier. Nein, um Profi zu werden, definitiv nicht. Wir müssen nicht unser Geld verdienen mit. Wie sieht es bei dir aus, Versicherungsabschluss, morgen? Grosse Biggie, zuerst erzählen vom WM Golf 94 und dann wird die Polizei unterschrieben. Das wäre einfach. Aber das einfach ist schon nicht. Nein. Längt es nicht, um eine Chance zu heißen? Nein, du musst schon Argumente bringen. Warum und wieso? Aber da hast du genug, oder? Weit auf dem Platz Argumente hast du gehabt. Sicher. So, wenn ich Schiedsrichter auf meine Seite geholt habe. Schon kann man das andere. Merci vielmals für die Runde. Gute Rücken. Merci vielmals. Bist du Carlos? Es war eine Freude. Auch dir herzlichen Dank. Alles Gute für die weitere Saison. Dir viel Vertragsabschluss in diesem Fall. Oder? Der Kessel jetzt nämlich beim Registrieren. Also, das war für diese Woche. Merci für das Interesse. Uns gibt es dann wieder in einer Woche. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen.